Mysteriöse Angriffe mit Spritzen oder Nadeln nehmen zu. Oder über Motive oder über die bisher bekannten Täter. Zwei Experten klassifizieren. Nadelspitzen, dies ist die wichtigste Frage und Antwort auf den Nadelangriff auf den Club. Ein Viertel in Clubs und Bars im Ausland, mysteriöse Angriffe mit Spritzen. Pixabe, insbesondere Frauen im Alter zwischen 18 und 24 Jahren, war ein Opfer des Angriffs. Nach Sting beklagten sich die Opfer über Übelkeit, Schwindel und Schmerz. Mysteriöse Spritzenangriffe waren ursprünglich aus England bekannt. Jetzt hat die Nadelspitze Spanien erreicht. Es gibt auch die Schweiz unter den Opfern. Hier finden Sie ein Bild von den wichtigsten Fragen und Antworten für die sogenannte Nadelspitze. Was ist bisher bekannt? In England fühlen sich Fälle, in denen sich junge Clubbesucher plötzlich schwindelig fühlen, sich fast nicht bewegen und dann keine Erinnerungen an Ort haben. Im April reichten Dutzende von Menschen, die meisten Frauen, in Frankreich Beschwerden ein, nachdem sie von unbekannten Menschen am Ausgang mit einer Spritze sediert worden waren. In den meisten Fällen sind die Opfer Frauen im Alter zwischen 18 und 24 Jahren. Es werden häufig Spuren von Stichen gesehen, aber die toxikologische Analyse zeigt keine bestimmte Substanz. Darüber hinaus konnten die Behörden Injektionen nicht beschlagnahmen. Die Polizei in Spanien untersucht seit Anfang Juli. Laut der Zeitung El Mundo wurde berichtet, dass mehr als 20 neue Nadelangriffe in der Region Kataloniens, die an Frankreich grenzt, stattgefunden haben. Was ist hinter der Nadelspitze so genannt? Laut Thomas Krähm, Professor am Institut für Forensische Medizin an der Universität Zürich, die bekannt ist, welche Substanz in Nadelspöcking verwendet wird. Es gibt auch keine wissenschaftliche Arbeit zu diesem Problem. Bisher kann es nur spekulieren, sagte der Psychologe Felix Hof. Vier Motive werden berücksichtigt. Einerseits können sich die Täter anstrengen. Er sucht nach Sensation und will provozieren, sagte Hof. Sadistische Motive sind ebenfalls möglich. Der Täter möchte Schmerzen verursachen und Angst und Panik verbreiten. Das Reglermotiv ist ebenfalls eine Option. Nach Angaben des Gerichts wollen die Täter Unsicherheit schaffen und eine schöne Dichte im Nachtleben regulieren. Das vierte Motiv kann sexuell sein. Es wird sein.